So, wie kann man jetzt manuell nachladen? Keine Ahnung. Oh, ist aufstehen. Nee, also mit der Steuerung, das ist wirklich etwas gewöhnungsbedürftig. Da kann ich mir jetzt schon wieder so ein Kraut nehmen, ey. So, das war's erstmal. Gut, die Ladezeiten sind bislang sehr flott. Weiß ich, ob das jetzt ein Unterschied im Gegensatz zum Nachladen. Okay, ja. Treten mit X. Schüssel und Schätze. Ja, okay, weg damit. Gucken. Dann gucken wir mal. Okay, anscheinend verbrennen sie hier Leute, die eventuell infiziert sind. Man weiß es nicht genau, aber ich werde mich mal nähern, um etwas rauszufinden. Kann man denn... Ah, okay. Schleiche ich mich mal von hinten an. Ja, wo gehe ich jetzt am besten hin? Lang. Oh, ich glaube, sie haben mich gesehen. So. Los. Oh. Verdammte Scheiße. Okay, das war eindeutig ein Zombie. Los, weg vom Fenster hier. Scheiße. Ja, nee, ist klar. Ach. Wer hat Waffen erfunden, die nachladen müssen? Als wenn das nicht genug Leute gewesen wären? Nein, da kommen natürlich nochmal ein paar. So, manuell nachladen. Hab ich jetzt gerade noch irgendwie. Hier habe ich nicht aufgehoben. Was ist das jetzt hier? Erste Hilfe-Spray. Okay. Das halt aber, glaube ich, ein bisschen mehr, deswegen werde ich mir erstmal aufsparen. Ein Fass, das kann zerstört werden. Appetitlich. Sieht eher so aus, als wenn das als Closet gedient hat. Habe ich nicht gerade durchs Fenster jetzt noch jemanden gesehen? Ach nee, das ist der
auf dem Scheiterhaufen brennt. Ach. Schleicht sich hier einfach von hinten an, hä? Damit kommst du sicher nicht durch. So. Ja, das fetzt ja ganz schön hier. Ja, ich sammle hier die ganze Zeit Geld auf. Allerdings habe ich noch keine Verbindung dazu. Ich glaube, ich sollte jetzt aber trotzdem mal das erste Hilfsmittel nehmen. Ich gehe, glaube ich, mal jetzt wieder raus. Rotes Kraut. Ich weiß gar nicht mehr, wofür war das rote Kraut nochmal. Kann man damit auch. So. Eine Kuh. Aber wollen wir uns erstmal gucken, dass wir hier in Sicherheit kommen. Kann man die auch? Die ist aber hartnäckig. Na, die Kuh hinterlässt natürlich nichts. Ja, ich weiß, ich kann das zerstören. Ich wollte auch. Gelbes Kraut. So, da oben ist noch einer. Ja, komm runter hier. Ich helfe dir auch. Gehen wir mal hier. Wo kommen die denn jetzt alle her? Das würde ich auch gerne wissen, was das für Leute sind. Wie ich Kettensägen liebe. Das hätte man jetzt aber noch rausschreiben können. Nimmt gefälligst die Tür hier. Alter, wie viele sind das? Ach. Oh, das war ja mal ein super Schaden. Man sieht auch, dass die alle ziemlich. Ach du Scheiße. Da, eine ein Gewehr. Gut. Alter Schwede. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ketten, ich hasse Ketten. Nein. Scheibenkreisler. Los, weg hier. Ich glaube, ich nehme mal Brandgranate, Handgranate, ausrüsten. Und dann raus hier und rein mit der Granate. Das hat doch mal. Das Gebäude gefällt mir schon viel besser. Ach du Sch. Oh Mann, das glaube ich. Dachte, der wäre schon. So, Zeit für den Küchengang. Soll mir recht sein, dass sie jetzt anfangen zu beten? Where's everyone going? Bingo? Ja, ich frage mich immer noch, ob das jetzt Zombies waren oder ob das noch, ob die in einem frühen Stadium waren. Keine Ahnung. Hunnigan, I have some bad news. 50 Gamerscore Points, und das ging aber schnell. So,
Oh, mein Leben ist. Kann man das hier. Vielleicht kann ich das hier mit kombinieren? Super. Ach nee, da habe ich ja noch ein Hilfs. Nein, ich will das nicht damit kombinieren. So. Habe ich noch einen Schuss für die Pistole und für. Aber wieso bin ich jetzt hier wieder raus? Ich hoffe, da sind noch die ganzen anderen Items, die hier. Ah, gut. Ich hätte aber zu gerne die Kettensäge gehabt. So, da haben wir noch was. Und oben war noch eine Handgranate, soweit ich. Dann laden wir mal kurz nach. So. Und da vorne nochmal Gewehrmunition. Das Bett ist total verdreckt. Ja. Was eine Sauerei. Okay, das wusste ich nicht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja eigentlich auch. Kann ich ja noch rausspringen. Aber das will ich auch können. Okay, in den Turm soll ich rein, hat sie so, glaube ich, gerade gesagt. Aber gucken. Kann ich nicht hier das Gebet stören? Nein. Dann gehen wir mal hier. Da oben war auch noch was. Lassen wir mal da. Einfach mal nach oben. Ja gut, langsam gewöhne ich mich doch schon etwas an die Steuerung. Aber ist natürlich noch nicht mehr. Na, hier ist ja gar nichts. Nicht mehr auf dem aktuellsten Stand der Dinge, wie man es von. Oh, ich dachte jetzt. Der kann echt tief springen, ohne dass er Schaden nimmt. Und alles wieder hier wie ausgestorben. So. Ach ja, ich habe ja die Karte. Nee, das war falsch. Da muss ich hin. Okay. Ich frage mich gerade, soll ich jetzt die ganzen Häuser jetzt noch extra abklappern? Sollte man ja eigentlich tun, denn Munition ist in Resident Evil ja meistens immer sehr knapp. Aber da gehe ich jetzt einfach mal nicht rein. Ich bin mal so verrückt und gehe in den nächsten Level. Zwei blau leuchtende Sachen. Was ist das? Ach, da sind ja wieder ein paar Leute. Blaue Medaillen. 15 blaue Medaillen. 7 auf dem Bauernhof. 8 auf dem Friedhof. Diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Ach, die werde ich aber dann. Schon eher mit dieser Waffe. Ja, ist ja gut. Ach, komm hier. Zwei von 15. Weg mit dem Kopf. Schon tot? Nein. Lecker, 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 lecker. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir dieses Video. Solltet noch ein bisschen mehr hiervon haben wollen, dann schreibt das einfach unter die Kommentare und dann schaue ich mal. Ja, vielleicht werde ich mir Resident Evil für euch dann noch ein bisschen länger geben und das alles mit aufnehmen. Ansonsten hoffe ich, das hat euch einen kleinen Einblick gegeben in das, was euch da erwartet und hilft euch vielleicht ein bisschen, ja, eure Entscheidung zu erleichtern, ob ihr euch das Ganze zulegen sollt oder nicht.
Ansonsten sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns wieder in weiteren Videos.